Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, im letzten Part haben wir so, ja, die Basics aufgebaut. Jetzt würde ich mich gerne eine kurze Runde hinlegen. Die Sprinterstiefel haben wir. Nicht zu verwechseln mit den Springerstiefeln. Und ja. Die hohen Wände sind schon mal da. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ein paar Früchte haben wir jetzt hier auch. Die nehmen wir auch mit. Und dann würde ich gerne so schnell wie möglich da hinten auch ein Fangnetz, hohe Wände hinstellen, weil dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen Kohle generieren. Und das macht die Sache dann auf jeden Fall einfacher, Leute. Au. So, raus damit. Hier kriegt noch was zu essen. Und bei euch, ja, können wir auch gut saugen. Gut das Puku wegsaugen. Perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. Naja, ein bisschen Kohle müsste das ja bringen. So. Weil ich würde halt gern die Mizis aus meinem Inventory gern wegbringen. Ja, das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir hin. Das müsste jetzt funktionieren. Oink. Hohe Wände. Kaufen. Perfekt. Jetzt können wir hier die Mizis nämlich sicher unterbringen. So. Jetzt brauchen wir zwar wieder einen Hahn und Hühner. Und ich denke, danach suchen wir jetzt auch. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Als nächstes kommt auf jeden Fall ein Fangnetz für die... Weg damit. Weg damit. Für die Rosanen und für die Felsen. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch ein Fangnetz. Weil das ist sonst wirklich... Ich habe halt keinen Bock, irgendwann mal den bösen Schleim bei mir zu haben. Nein, das war falsch. So. Ah, die sind noch nicht reif. Ah, schauen wir mal ganz kurz runter, was sich hier bietet. Aber schaut noch ziemlich nach nichts aus. Jo. Da hinten können wir eigentlich auch hin, fällt mir gerade ein. Da ist ja auch so ein bisschen was. Und da kriege ich auf jeden Fall schon mal eine Pogo. Ich könnte hier eigentlich... Ne, das lasse ich jetzt mal, weil ich würde lieber Hühner und Hähne mitnehmen. So. So schaut das doch schon echt besser aus. Na, wir haben eigentlich davon genug. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch einen Hahn irgendwo kriegen. Ich hatte zwar echt Glück mit dem Hahn, aber das Glück hat mich genauso schnell wieder verlassen, wie es mich gefunden hatte. Denn die Viecher sind rausgesprungen, haben den Hahn einfach gefressen. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber da oben ist einer. Ich habe dich gesehen, Hahn. Ich habe den Hahn auf jeden Fall gesehen. Ha! Ich hab dich. Der Gockel ist mein. So. Die Pogos und das Huhn nehme ich auch mit. Aber dann können wir jetzt auf jeden Fall so eine kleine Hühnerfarm uns hier schon mal herzüchten. Meins. Au. Perfekt. 6 Hühner, 1 Gockel. Ist auf jeden Fall ein Anfang, Leute. Ist ein Anfang. So, ja, schauen wir mal, was... Oh, oh, oh. Weg mit dir. Ah, Stonies bin ich noch nicht daran interessiert. Aber dich würde ich gern mitnehmen. Hier die Karotte. Nehme ich eigentlich... Würde ich auch noch gerne mitnehmen. Sonst haben wir hier jetzt eh nichts mehr. Ah, die Katastrophe ist im Anmarsch. Naja, das... Wir konnten noch das Schlimmste konnten wir noch verhindern. Da ist noch einer von der Sorte. Komm her, mein... Was war das denn gerade für eine Aktion? Ah, ist mir egal. Kümmert euch um eure Probleme selber. Ernsthaft. Bin doch hier nicht die Feuerwehr. Die Slime-Feuerwehr. Cool. Das finde ich jetzt gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal
ein bisschen was, um unseren Hühnerstall zu bestücken. Das ist ein guter Anfang. Ein paar Karotten und ein paar Pogo-Früchte haben wir auch. Das heißt, wir können auch wieder ein bisschen Kohle generieren. Perfekt, Leute. Richtig, richtig geil. Ah, ist noch nicht reif. Da ist auch noch nichts reif. Alles klar. Ab nach Hause. Dum, 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 dum. Ja, der Anfang hier ist immer ein bisschen zäh. So. Hühner. Und ihr kriegt die Pogos, ihr kleinen Scheißer. Ihr kriegt ein paar Karotten. Auch wenn ihr ganz offensichtlich keinen Hunger habt, ihr hättet gerne Hühner. Ihr müsst jetzt aber noch ein bisschen gedulden. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. So. Was kostet eigentlich der Plot-Sammler? 500. War gar nicht mal so günstig. Ich meine, später absolut wurscht, aber jetzt echt noch nicht günstig. So. Läuft. Dann können wir das hier schnell verkaufen, weil der Preis steigt da lustigerweise gerade wieder. Zwar nur minimalst, aber er steigt. Hier ist noch nichts reif. Was haben wir denn für Upgrades? 350. Ah, ich nicht genug Kohle. Das ist halt die Frage, was ich als erstes mache. Ein Upgrade oder hier bei denen ein Dach drauf. Ein Dach wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. So, rein mit euch, ihr kleinen Felsis. Ah, ihr habt aber keinen Hunger mehr, ihr kleinen Sackratten. Gut. Dann könnten wir jetzt einem von euch nochmal ein Dach gönnen. Weil momentan geht's noch. Momentan funktioniert die Sache noch. Wisst ihr was? Wir holen uns als erstes das Jetpack. Ja, die wäre natürlich auch fein, aber das Jetpack macht für mich momentan mehr Sinn. Weil ich es sehr, sehr gerne benutze. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Stuff. Und ich würde auch gerne so schnell wie möglich ein Gebiet freischalten. Schauen wir mal ganz kurz in Slimepedia. Und zwar Ressourcen. Hühner sind Ressourcen, oder? Yep. Weil angeblich sollte man nur 3 davon auf der Ranch alle Hühner, die bla bla bla. Mhm. Dass ihr Gehege nicht mehr als 12 ausgewachsene Hühner enthalten, okay. Aber irgendwas von wegen, dass man nur 3 davon halten soll, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachlesen, weil das hat irgendjemand mal behauptet und irgendwie kam es mir spanisch vor. Ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr losstiefeln, denn wir haben das meiste eh abgeerntet. Das heißt, wir können direkt bis zum Morgen schlafen, hier unsere Ressourcen einsammeln und ja. Ich glaube, das war jetzt hier auch das letzte Mal Karotten, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, oder? Oder komm nochmal. Ja, kommt nochmal. Perfekt. Dann können wir das hier nämlich alles schön schnell verfüttern. Und zwar hierher. Lasst es euch schmecken, Kinders. Ihr kriegt auch ein bisschen was. Ein paar Rock-Slimes wären tatsächlich nur eine feine Sache. Hühner, Rock-Slimes und ja, Lebensmittel. Das wäre so das, was ich jetzt gerne sammeln würde. So. Habt ihr Karotten alle gefressen? Ja, habt ihr. Wie ich das hasse, dass ich das Zeug vom Baum zuzählen muss. Kommt schon. So. Läuft. Dann die 3 da oben noch. Die sind lustigerweise etwas weniger hartnäckig. Den Plot können wir hier lassen. Schauen wir nochmal hier runter. Meins.
Meins. Schaut's bei den Karotten aus. Hey, da wäre ein Gockel. Ein Gockel nehme ich noch mit. Ja, ein Gockel ist auf jeden Fall noch nicht verkehrt. So. Machen wir nochmal den Sprint bis nach hinten durch. Und danach würde ich mich gerne auch an den Lago da hinten schon dran wagen. Der Fels ist offensichtlich weg. Die Frage ist, nehme ich lieber Hühner oder noch einen Gockel mit? Belassen wir es bei dem Gockel. Ich denke, der Gockel ist ganz okay. Aber keinen blauer mehr. Das finde ich echt schade. Ich hätte gerne noch einen blauen. Ja, da ist schon wieder ein schwarzer. Und der mischt die anderen schon wieder auf. Wie man es halt kennt. Aber hier ist gerade auch kein. Nö. Au. Naja, wenigstens zwei Fels. Plorts. Ist besser als nichts. Ist einfach besser als nichts, muss man so sagen. Gut. Dann zurück zur Base. Alter Schwede, wie es hier schon wieder ausschaut. Wahnsinn. Katastrophal. Die blauen, das ist echt schade, dass die Felslimes so selten sind. Davon würde ich definitiv mehrere mitnehmen. Weil die bringen momentan echt noch gut Zaster ein. Echt noch gut Asche, aber ja. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall drei Gockel. Ich denke, das reicht. So. Ihr kriegt ja auch nochmal ein bisschen was. Ihr kriegt auch nochmal was. Und auch noch ein paar Slimies. So, ja, genau. Vergewaltigt mich ein bisschen. Darauf stehe ich. Natürlich nicht. Aber okay. Dann schauen wir bei euch noch schnell rein. Weil hier dürfte eine ziemlich dicke Ladung Kupu sein. Yep. Oh, ich freue mich schon auf den größeren Tank. Ich sag's euch. Wo hüpfst du denn hin? Schön hier geblieben. Schön hier geblieben, mein Freund. So. Die drei, die wir jetzt. Die drei Sorten, die wir jetzt haben, da will ich auf jeden Fall überall ein Fangnetz noch drauf haben. Weil dann sind wir ziemlich safe. Ich würde sagen, bei euch fangen wir damit an. Oben noch ein Fangnetz drauf. Nehme ich hier euer Pupu nochmal mit. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen beruhigt, dass wenigstens hier ein Fangnetz ist. Jetzt könnten wir theoretisch auch noch ein paar Rosane mitnehmen. Das wird jetzt tatsächlich gehen. Und bei euch, habe ich gesehen, gibt es auch noch ein bisschen was zu holen. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, läuft. Sehr schön. Ich denke, das sollte fast fürs Fangen jetzt eigentlich schon reichen, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. So, jetzt haben alle drei auch noch ein Fangnetz drauf. Jetzt können wir auf jeden Fall uns dann an andere Spielereien dran machen. So, das ist auf jeden Fall beruhigend. Wie viel haben wir jetzt hier? Komm. Und ein Alters. Komm, eins geht noch. Und lasst es euch schmecken, ihr kleinen Miezis. Ja. Dann nehmen wir das Pupu von ihm gleich mal mit. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Du darfst da auch noch rein. So. Das hätte ich gern. Das bleibt hier. Schauen wir mal, was uns Meatsplot bringt. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Meats gar nicht mal schlecht. Ja, das bringt gute Asche. So. Was kosten die Upgrades? Die waren doch bei 350 momentan. Sehr schön. Ja, nehmen wir mal die Sprinterstiefel. So, und dann würde ich sagen, legen wir uns nochmal eine Runde hin.
Ich hoffe, ich kann jetzt hier direkt wieder was ernten. Okay, die Karotten sind weg. Das gefällt mir gar nicht. Wieso sind die Karotten weg? Die hätten doch jetzt einmal noch kommen müssen. Moment. Füttern hier erstmal ein bisschen. Das mit den Karotten finde ich jetzt echt suboptimal. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber gut, die kriegen wir ja Gott sei Dank relativ schnell. Lass die Finger von meiner Karotte. So, meine Karotten, nicht eure. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Pogos. Ah, okay. Wir haben jetzt genug Karotten auf jeden Fall nochmal gekriegt. Das ist ganz gut so. Dann können wir hier nochmal ein paar Rosane mitnehmen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Karotten. Wenn wir jetzt schon hier sind, könnten wir theoretisch auch noch einen kleinen Sprint hier machen. Vielleicht finden wir noch ein paar Felsis. Ja, finden wir. Nice. Oh, suck my balls. Oh, fuck you. Scheiß Rosane, ernsthaft. Und die Hühner sind auch direkt weg. Super. Läuft. Ich bin echt ein Glückspilz. Und das musstest du natürlich auch noch wegfressen, weil... Aus Prinzip. Du hast gesehen, ich bin jetzt da und... Ha! Fresse ich noch schnell weg. Ach, kommt schon, Leute. Das ist jetzt echt uncool. Naja. Nehmen wir auf dem Rückweg noch ein paar Rosane mit. Nochmal 10 Stück, würde ich sagen. So. Macht die Sache auf jeden Fall. Ja, bringt uns ein bisschen schneller Kohle ein. Daher ist das schon in Ordnung. Und was haben wir hier Schönes? Ey! Das kann ich fast hier lassen. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ha. Den blauen würde ich auch gerne mitnehmen, aber ich habe jetzt gar keinen Platz mehr. Ja gut, den Goldplot, den haben wir jetzt natürlich gleich weg. Weil, ja. Braucht man eh nicht. Und er bringt gut Kohle momentan. Das definitiv. So, ihr kriegt nochmal ein paar Pogos und ihr, meine Freunde, kriegt nochmal ein paar Karotten. Da brauchen wir auf jeden Fall mehrere. Ihr kriegt hier nochmal 2 Hühner. So. Lasst es euch schmecken. Oh, sehr schön. Richtig cool. Du schaust hungrig aus. So. Dann machen wir hier mal sauber. Ich krieg's noch nicht mal ganz sauber. Krasse Scheiße. Der Plortsammler. Was kostet der? 500. Den können wir uns gleich gönnen. Also den ersten Plortsammler können wir uns gleich gönnen. Ich glaube fast, ich tue ihn hierher. Weil... Hier habe ich mehr Schmerzen, wenn ich durchlaufe. Wobei, dass sie mich jetzt töten, so dämlich halte ich mich jetzt eigentlich fast nicht. So. Perfekt. Ihr habt schon ein Fangnetz drauf, oder? Ja, habt ihr. Gut, dann haben wir Meatplot, dann haben wir von denen Plot, von euch, da bin ich leider gerade zu voll. Aber es macht gar nichts. So. Sehr schön, Leute, sehr schön. Und ich will da natürlich auch so schnell wie möglich die neuen Gebiete freispielen. Aber jetzt erstmal hier die Basics aufbauen. Das muss einfach sein. So. Jetzt haben wir hier schon mal einen Plortsammler. Und angeblich gibt es beim Plortsammler irgendwo einen Knopf, dass man das sofort triggert. Tatsache, Leute. Hey, den habe ich nie gefunden. Vielen Dank für den Tipp. Der stand irgendwann mal in den Kommentaren, dass man den Plortsammler automatisch triggern kann. Das ist ja richtig geil. Wusste ich nicht. Habe ich nie gesehen. Hammergeil.
Hey, hier ist nochmal ein Gockel dazu gekommen. Die haben einen Gockel geworfen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal Kohle ein bisschen sammeln gehen. Ich würde sagen, nochmal hinlegen. Am Anfang ist echt viel mit hinlegen, ausruhen. Denn, ja, es geht hier wirklich um Zeit ist Geld. Die meisten Ressourcen sind halt morgens da. Daher, ja. Und hier wäre natürlich mal so eine Sprenkelanlage und sowas auch eine richtig gute Investition. So. Dann euch kleine hungrigen Wölfe nochmal befüttern. Ah, ein altes Huhn nehme ich mit. Ein alter Gockel, den nehmen wir auch mit. Lasst es euch schmecken. Perfekt. So, jetzt brauchen wir hier natürlich noch den Plortsammler. Hier müsst ihr eigentlich... Ja, funktioniert. Also das mit dem automatisch aktivieren, das ist awesome, Leute. Das ist richtig awesome. Das ist richtig, richtig awesome. Habe ich echt nicht gewusst, nicht gesehen. Krasse Scheiße. Man lernt nie aus. So. Läuft. Ihr dürft hier drin bleiben. Dann bringen wir das weg. Weil dann fehlt uns der Plortsammler eigentlich nur noch bei den Kätzchen, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich richtig. So, und den können wir jetzt nämlich auch kaufen. Hammergeil. Ein bisschen Unterhuhn haben wir jetzt hier gerade. Ah, das wird schon. Das wird schon. So, Plortsammler. Und somit haben wir jetzt überall unsere Plortsammler. Jetzt mache ich nochmal hier eine Mini-Run. Ich hätte gerne nochmal einen Feldslime. Dich hätte ich gerne noch in meiner Kollektion. Und hier die Karotten. Die hätte ich auch gern. Dich will ich nicht. Die Pogo nehme ich auch mit. Die hier nehmen wir natürlich auch mit. Da hinten ist auch noch eine. Die will ich auch haben. Mein. Weg mit dir. Kleiner Bandit, du. Ihr habt schon gefressen. Alles klar. Alles mein. Alles mein. Denk gar nicht dran. Und hier ist zumindest eine Karotte noch da. Cool. Dann schauen wir mal an den nächsten Spot hin. Oh yeah. Weg mit dir. Her mit dir. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh geil. 7 Stück. Na, das ist doch mal eine feine Sache. Können wir hier noch ein paar Hühnchen mitnehmen. Richtig, richtig geil, Leute. Hey, das läuft. Also das war jetzt ein erfolgreicher Run. Hier direkt nochmal ein paar... Geil. Ein paar Hühner, ein paar blaue. Hey, was will man mehr? Richtig, richtig geil. Um die Sache jetzt noch zu komplettieren, gehen wir jetzt noch ganz kurz dahinter. Danach verfüttern wir. Und... Ja, jetzt werden hier voll die Gockel-Armee, aber... Damit kann ich momentan leider nichts anfangen. Ey, wie geil. Ich krieg grad echt den Stuff, den ich will. Das ist mal selten. Ein paar Karotten auch noch gekriegt. Nice. Cool. Das heißt, wir können jetzt hier auf jeden Fall nochmal gut Kohle machen. Richtig, richtig geil, Leute. Richtig geil. Hey, hier direkt auch 12 Hühner nochmal mitgenommen. Geil. Das lief jetzt eigentlich besser als erwartet. Und dass ich jetzt halt hier 10 Felsis gekriegt habe, das finde ich ja mal mega krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Das sind ja eigentlich meistens so, ja, einer oder zwei. Wenn es gut läuft, 3. Aber jetzt hier direkt 10 Stück. Hammergeil, Leute. Richtig, richtig Premium. Ah, Karotten kann ich eh keine mehr mitnehmen. Ja, wir brauchen dann auf jeden Fall auch irgendwann mal wieder ein Energie-Upgrade, weil... Boah... Ohne Sprinten ist das hier eine Ewigkeitsarbeit. So. Ja, hier tun wir jetzt noch ein
bisschen. So. Ihr baut hier eine zu große Wand auf, Jungs. Oh, wie geil. Und gleich noch ein bisschen mehr. Oh, geil. Richtig, richtig cool. Dann ziehen wir hier mal den Plot rein. Fein. Richtig, richtig geil. Dann hier noch. Ja, cool. Auch 8 Stück. Und 20. Perfekt, Leute. Perfekt. Richtig geil. Das heißt, wir kriegen jetzt hier echt Asche. Was hat denn das Labor gekostet? Ich glaube 10.000, oder? Ich bin am überlegen, ob wir als allererstes aufs Labor sparen sollen. Ja, das ist doch zu. Ja, 10.000. Das wäre fast eine Idee, wirklich als erstes aufs Labor zu sparen, weil man ja den Lila, die unterschiedlichen Schatzknacker ja nur über die Zyklen von dem Fabrikator kriegt. Daher wäre es tatsächlich eine Idee, darauf zu sparen. Aber meine Freunde, darüber machen wir uns erst beim nächsten Mal Gedanken, denn für heute reicht es wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.